Hallo Mitspieler, mein Name ist Dalu Riot und ich begrüße euch zur 39. Episode. Ich wundere mich gerade, was flackert denn da so? Das ist die Sonne. Merkwürdig. Ja, zur 39. Episode dieses Empyrion Let's Plays. Ich habe mich hier gerade auf dem Masperon-Mond, der hinter uns liegt, mit Zaskosium versorgt, eine Ressource, und wir brauchen dringend, also, na, was heißt dringend? Ich hätte gerne Irestrum. Habe mich eben mit dem Bordcomputer unterhalten. Dazu muss der Chat ein bisschen herhalten, also die anderen Spieler hier auf meinem Server. Und Irestrum finde ich anscheinend irgendwo hier unten auf einem Planeten mit dem Namen Aestus. Okay, guck mal, wir haben auch Aetes. Ich glaube, Aetes, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, Aetes war Pentaxidversorger. Ich glaube, da gibt es Pentaxid. Und da werden wir jetzt wohl auch mal hinspringen. So, und zwar über Mordica. Und haben wir Informationen? Nee. GUI ist doch da. Da ist GUI. Okay. Dann schalte ich ganz gerne ab, weil hier, ihr seht, das hier flackert. Das finde ich ein bisschen nervig. Und warum hat denn bloß der Flo so einen Flacker? Warum hat denn mein Transporter keinen Namen? Der flackert. Merkwürdig. Gut. Kleinigkeit. Oh, 12 Pentaxid. Bremsen. Wir müssen ja auf 0 sein, geschwindigkeitsmäßig, steht unten rechts, damit wir aussteigen können. Also vom Pilotensessel. Jo, Pentaxid. Was ist denn das hier für eine Linie? Irgendein Schatten von irgendwo her. Wir selber haben ja keinen Schatten, wir sind ja unsichtbar anscheinend. Gut, wo hatte ich mein Pentaxid? Das ist ja auch schon wieder eine Weile her. Zu viele Kisten. Irgendwann verliert man ein bisschen die Übersicht. Kann das sein? Ja. Einmal hier. Das gefundene Pentaxid, ich glaube, das lasse ich auch hier unten. Weil im schlechtesten Fall können wir es nur verlieren. Kiste. Habe ich hier irgendwo noch eine Kiste oder hatte ich das alt? Nee, das hatte ich alles runtergenommen. Also runter nach Dalo Prime auf meinem Planeten. Lieber Constructor, bau mir doch mal bitte eine Kiste. Da. Dürfte ja fixieren, braucht man nicht so viele Einzelteile. So, die Kiste packe ich mal erstmal hier hin. Und dann neben den Warp Tank. Damit wir hier nicht ständig hin und her rennen müssen. Auch das wird noch irgendwie alles optimiert. Warum ist denn die Lampe auf immer so hell? Ich habe die doch niemals so grell eingestellt. Die ist heller als sonst. Tja, Mysterien dieses Universums. Oh, da reicht uns eine kleine Kiste. 87, das ist nicht viel. Das sind 3-4 Sprünge. Eieiei, ich würde ja ungern irgendwo stranden. Okay, Mordica, zweiter Versuch. Wusch. Gut, Mordica ist aber auch bloß eine Durchgangsstation. Wir möchten weiter nach Ningues. Wobei, man könnte jetzt spekulieren, ich könnte jetzt hierhin fliegen, um hier schon Planeteninformationen zu bekommen. Aber gibt es eine Verbindung zwischen diesen beiden? Würde mir die jetzt schon angezeigt werden? Ist mit mir ein bisschen Risiko verbunden. Und wir sind ja Weltraumfahrer. Wir lieben ja das Risiko. Auf nach Würdes. So, haben wir jetzt mal die One. Jo, sieht gut aus. Space Training Orbit. Andromeda. Aetes. Auf geht's. Was flackern da links die Pfeile? Ist das hier mein Flo? Mein Flievertüt? Halt mal an. Ja, scheint mein Flo zu sein. Was ist denn eigentlich mit dem Transporter? Warum hat denn der überhaupt da keine Erkennung? Ich glaube, ich habe ihn auch noch nicht Transporter genannt. Den hatte ich einfach erstmal so gesetzt. Aber komisch finde ich das schon. Kick mal selbst die Wanne. Ja, mal P drücken. Kleines Raumschiff.
Gut, das wollen wir natürlich so nicht. Weil wenn der mal irgendwie verschwindet, macht sich das leichter, den wiederzufinden. Also aus administrativer Sicht sozusagen ist der Dano-Transporter. Okay. Jetzt haben wir diese Formalität auch geklärt. Und machen uns weiter auf den Weg. Haben wir jetzt da zwei Pfeile? Schwer zu sagen. So. Aites, Copper, Kobalt, Neodym, Satium, Promethium, Iron, Magnesium. Das sind aber die Rohstoffe, die mit Asteroiden runterkommen. Ansonsten haben wir hier bloß einen Planeten und eine übernommene Supply Station. Ich glaube, wir werden mal nach Aites fliegen. Mal gucken. Wir haben einen Haufen Planeten hier in unserem System, die mit A anfangen. Und das macht die ganze Sache für den Weltraumreisenden nicht einfach. Also man könnte es sich einfach machen und sich einfach hier irgendwo einen Zettel hinbeppen. Aber das wäre ja zu einfach. Das geht ja schon fast in den Cheating-Bereich über. Ach, Blödsinn. Oh, was gehört dazu? Oh, das ist ja auch schön. Ich mach mal ihn hier. Ja, manchmal in so einem bestimmten Winkel fasst man unheimlich schöne Optiken ab. Also auch wenn die Sonne günstig steht. Es gibt schon schöne Momente in diesem Spiel. So, 3000 Meter. Und ich glaube, ich werde hier mal den Anker werfen. Ja, mit dem kleinen Schiff sind wir doch ein wenig schneller. No. Hier mal mit dem runter. Ja, das Ding ist einfach besser verteidigt. Und ich habe hier noch überhaupt keine Munition geschmissen in die Kisten. Ah, ich muss das Ding mal noch ausstatten. Ich wollte ihn einfach erstmal haben, um mich ja, mehr zu Hause zu fühlen. Weil der Transporter ist an und für sich immer dabei. Up we go. Schauen wir einfach mal, was wir hier feines finden können. Wie gesagt, Pentaxid hätten wir gerne. Das Blaue, um halt eben Warp springen zu können. Das ist ganz schön kalt draußen. 111. Ich meine, gut, ist Space. Aber es gibt voll auch Orbite oder Orbits, die richtig heiß sind. Glaube ich. Habe ich irgendwie mal aufgeschnappt. Hoch minus 100 Grad auf dem Planeten. Das sieht ja schon mal ganz schön spacig aus hier. Was haben wir hier? Hier haben wir Erestrum. Genau das, was wir brauchen. Aber kein Pentaxid. Aber Erestrum ist ja auch schon mal cool. What? Mir ist kalt. Shit. Die Frage ist, wie lange kann ich Kälte aushalten? Das ist ja auch eine Erfahrung, die ich überhaupt noch nicht gemacht habe. Wo ist meine Wanne? Irgendwo vor mir. Da oben. Was ist das da? Ach, das ist ein Admin-Trading-Post, irgendwie sowas. Warum stottern die Maschinen? Was soll das? Ja, in dem Fall muss ich mir ein bisschen mehr Wärme mitnehmen. Mit anderen Worten. Ach, jetzt hat er gerade angeduckt. Werden wir mit dem dicken Ding runtergehen müssen, weil wir hier Wärme drin haben. Eieiei. Na denn. Gehen wir mal runter. Ist ja auch mit Risiken verbunden. Hier unten können ja auch Stationen sein, die auf mich schießen. Die mein schönes Schiff dann kaputt machen. Verteidigungseinrichtung habe ich ja hier an meiner Wanne, an meinem kleinen Transporter noch überhaupt gar nicht dran. Hm.
Ja, und so wie es aussieht, brauchen wir die schwere Rüstung. Weil die schwere Rüstung ja auch so ein bisschen vor thermisch ist. Oder wir schieben in unsere vorhandene Rüstung, die mittlere, so ein paar Boosts drin. Wir haben da ja Slots und können ja noch ein bisschen ausbauen. So, Strom für 102 Minuten. Das ist okay. Ja, natürlich hier auf der anderen Seite. Gibt 8 Vorkommen. Nun ist die Frage, auf welchem Vorkommen stehen die Drohnen, die vielen? Tja, Leute, in so einem Fall bin ich der Meinung, sollten wir hier, wenn wir zusammenspielen wollen, einen Wegpunkt setzen und diesen Wegpunkt dann auch freigeben, dass sowas hier, wie ich es jetzt gerade habe, nicht mehr weiter vorkommt. Weil im Grunde müssen wir doch alle irgendwann mal hier hin. Aber egal. Man kann auch suchen. Natürlich ist es ein bisschen blöd, dass es so kalt ist, dass ich mich mit einem kleinen Schiff nicht allzu lange von meinem großen Schiff entfernen kann, so wie das aussieht. Aber schon okay. Auch das kriegen wir irgendwie gemanagt. Ja, da links unten ist irgendwas böse, vermutlich. Könnte das sein? Der Advanced zur PlayStation. Ja, und wenn die natürlich noch anfangen zu ballern, wir sind mit dem Schiff hier, was wir haben, natürlich nicht so wendig. Ich glaube, ich mache mal die GUI wieder an. Auch wenn mich das die Zitter da unten so ein bisschen nervt. Geradezu. Nee, das muss mir eine komische Antenne, die ich mir aufgebaut habe. Ich dachte, da wären irgendwelche Anlagen. Gehen schon mal ein bisschen tiefer. Super, wieder die Nachtzeit erwischt. Also das ist wohl auch immer so für Let's Player. Nördlich. Das sind die ersten Ressourcen. Satium. Wer will was von Satium? Warum fliegt mal Satium? Satium, Satium. Hier nämlich doch weiter östlich. Na, diese komischen leuchtenden Pflanzen sind ja auch relativ neu eigentlich. Schade, dass die nichts können. Da unten ist irgendwas blauet. Ich glaube, wir sind an irgendeinen Berg aufgesetzt. Oh, und Auftrieb ist ja ganz schlimm. Befreien. Na, tut ja einen Spaß, hier wieder wegzukommen. So, wir sind noch auf Richtung Osten. Ich meine, gut, ich kann die Nase hochziehen. Und dann kriegen wir schon irgendwie Auftrieb. Oh, Sonne geht auf. Spektakulärer Moment. Nice. Erestrum. 99 von 2,5. Ah, schön, dass das eigene Schiff dazu komplett verdeckt. Ja, aber auch keine Drohne, würde ich jetzt mal so behaupten. Ich würde es nicht zu sehen. Ey, 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 ey. Oh, ich drücke Space. Ich meine, gut, wir haben Auftrieb, aber auch nicht so wahnsinnig viel. Nee, keine Drohne. Ich vermute, dass sie schon eingeblendet werden würde. So, raus, Nase hoch und dann den hier. So, die nächste Ressource. 100% nicht mal angebuddelt und vermutlich auch keine Drohne drauf. Oder doch? Nee, da ist eine Drohne. Ich dachte, das wäre irgendwas baummäßig oder sowas. Gut, wir stellen dich einfach mal hier hin. Hoffen, dass wir uns hier anständig bewegen können. Oh, schneller Zugriff und
wieder weg. Jetpack ist selbstverständlich aus. Ja, Mission accomplished. Darum ging es ja bloß. So, das können wir auch gleich hier in unsere unraffinierte Ressourcenkiste reinhauen. Ja, das reicht recht lang. Also auf jeden Fall, um uns hier die wichtigen Sachen wie einen großen Constructor oder sowas zu bauen. Könnt natürlich auch jetzt schon in den Constructor hier reinhauen und schon anfangen zu raffinieren, aber das kann ich auch in Ruhe zu Hause machen. So, die letzten 87. Dauert ja lange. Also zwischen Klicken und dem Rüberpacken, da sind bestimmt 2 Sekunden feiern. So, irgendwo leckt das so. Und noch 35 Stück dann. Ei. So. Gut, die Heimat ist ja nun von der Sache her nicht weit entfernt. Proteria, Sektor 73. Aestus, ich glaube, auf Aestus gab es Pentaxid. Glaube ich. Ah, die Planeten mit A, ne? Aetos, Aestus und dann haben wir noch so ein paar andere. Akua nicht zu vergessen. Was Akua verwechselt man nicht so häufig, weil man Akua natürlich ein bisschen besser kennt. Gut, also das sollten wir mit den vorhandenen Kristallen schaffen. Ich springe hier nochmal nach Aestus. Womit bringt das was? Wollen wir jetzt schon das Ziel erfassen? Und drücken wir den super schweren Koloss hier mal hoch. Nase hoch. Und weg hier. Strom für 14 Minuten hier in der Atmosphäre. Eieieiei. Ich hoffe, wir schaffen es in der Zeit hier zum Orbit zu gelangen. Naja, in Planetennähe verheizen die Dinger wie Sau. Und das wird gleich im Orbit, wenn wir im Space sind, hier anders aussehen. Also Stromverbrauch. Seht ihr ja rechts unten, da wo die ganzen Informationen sind. Jetzt sind es, 23, 27 Minuten. Das ist natürlich ein wahnsinniger Unterschied. Okay, ich hatte mir zwar schon die Sprungadresse markiert, aber irgendwie. Ah, ist es. Wir fassen jetzt hier nochmal. Und wundern uns, weil wir keine Informationen haben. Bordcomputer, leichte Macke, kann es sein. Aestus, Ziel erfassen. Raus. Okay, irgendwo dahin. Und volle Klamotte nach vorne. Oh, sieht ja auch giftig aus. Schick. Schick. So, was sagt unser Bordcomputer? Haben wir Informationen? Ne, dazu müssen wir erstmal auf den Planeten runter, nehme ich an. Jetzt hier irgendwie. Alles los. Orbit. Prometheus, Erz, Gold. Was ist das? Prometheum. Eisenkobalt, Kupfer, Silizium, Neodym, Satium, Promethium, Pentaxid, Erz. Hier haben wir es. Da wollen wir hin. Aestus Moon. Das wird vermutlich der dort sein. Gut, weil dann sollten unsere Pentaxid-Sorgen auch erstmal der Vergangenheit angehören. Aber wenn eine Drohne drauf steht und da möglicherweise ja, die letzten paar Stunden keiner dran war, können wir ordentlich mitnehmen und haben dann auch erstmal Ruhe. Weil wir werden ja noch eine ganze Menge rumreisen, dadurch, dass ich halt eben, wenn ich mich selber so ein kleines bisschen gesettelt habe, das heißt mich irgendwie richtig niedergelassen habe und ich auch zufrieden so ein bisschen bin, dann fange ich ja auch wieder an rumzufliegen und die Sachen anderer Spieler zu zeigen. Ne? Guck mal links, das ist eine Station irgendwie. Sit. Na, auch wieder ein Admin-Posten, ja. Werde ich auch irgendwann mal zeigen, weil da drinnen hat sich auch eine Menge verändert in den Admin-Posten. Da laufen jetzt NPCs rum. Also irgendwelche Ferengis oder, keine Ahnung, Zirax, Talos. Irgendwelche Mutanten, irgendwelche Alien laufen da rum. Friedlich, machen nichts, solange man selber nichts macht. Und sieht ganz witzig aus. Noch 4600 Meter. Und ich denke mir, dass wir
den Mondgang in der nächsten Episode sehen werden. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Episode auch wieder vorbei seppt. Ihr könnt mich gerne abonnieren. Ein Daumen hoch wäre super klasse. Und wenn ihr Fragen habt, Ideen oder Kritik, benutzt den Kommentarbereich. Ansonsten einen wunderschönen Tag für euch.